Sarah. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Weihnachts-Dankeschön-Videos. Es ist halt nun mal notwendig. Und ich mache es persönlich ja ganz gerne. Ich weiß, muss jetzt nicht jeder angucken. Würde auch nicht jeder angucken. Macht auch nichts. So, das hier ist der kleine Gaskocher, den ich schon bei meinem Gas-Benzin-Vergleich eben entsprechend verwendet habe. Als der kam, war mein erster Gedanke, oh ja, da machst du gleich einen Gas-Benzin-Vergleich. Gehst du mal raus und guckst mal, was kann das, was kann jenes, um mal rum zu experimentieren, welcher Kocher denn wohl der optimalste sein könnte, eben entsprechend für Grönland und genau den Brennstoffverbrauch berechnen und so weiter und so weiter und so weiter. Inzwischen sind da jede Menge Kommentare natürlich zugekommen zu der Thematik, welchen Kocher soll ich mit nach Grönland nehmen. Es gibt im Wesentlichen drei Fraktionen. Die Jünger des Gases, also die Anhänger von diesem kleinen Ding hier, zum Beispiel diesem kleinen Ding. Dann gibt es die Trangia-Fraktion. Die Trangia-Fraktion gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Die derjenigen, die meinen, nehmen Trangia und gut ist. Und diejenigen, der meinen, nehmen Trangia mit Gaseinsatz und gut ist. Letzteres wäre sicher eine tolle Idee. Mit Sicherheit. Aber ich habe noch weiter gemessen und habe für mich persönlich durchaus eine Lösung gefunden, die ich jetzt anwenden werde. Damit müsst ihr nicht einverstanden sein, aber dazu kommt es dann jedenfalls. Und tatsächlich, dieses Ding ist schon ganz weit vorne dabei auf der Liste der potenziellen Kocher, die man für sowas mitnehmen könnte. Ne? Das ist ein BRS, steht hier auf dem Tütchen drauf, ist ein sehr kleiner, super leichter Gasbrenner. Was kann der? Ja, Gas verbrennen. Was macht man mit dem? Man schraubt ihn auf eine Gaskartusche und dreht ihn auf und in dem Moment strömt Gas natürlich aus der Kartusche durch den Kocher und oben aus dem Ventil und man hat einen kleinen Topfaufsatz und kann da seinen Kopf draufsetzen und dann brennt das Ganze, ne? Und macht heiß, was immer sich im Topf befindet. Ist für diejenigen, die eventuell Interesse daran haben könnten, sich so einen Teil auch schon zuzulegen, falls sie es nicht schon haben, gefühlt hat das, glaube ich, für jeder, wenn ich mir die Kommentare so angucke, ist das Ding schon sehr, sehr günstig zu haben. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist tippitoppi. Nichtsdestotrotz freue ich mich da wahnsinnig drüber, über das Geschenking, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mir sowas zuzulegen, wenn man mich da diesbezüglich nicht eben quasi, zu meinem Glück gezwungen hätte, was ja durchaus quasi per Geschenk dann passiert ist. Die Ärmchen von dem Kocher, ich mache das mal so, dann kann man es glaube ich gut sehen. Ja, die sind aus Titan. Der Düsenaufsatz mit dem kleinen Netz, was unter den einzelnen Düsen Kläppchen sich verbirgt. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist auch Titan, also so gesehen, so rum gesehen, der oberste Deckel quasi auf dem Kocher, das oberste Bauteil, mal abgesehen von den Ärmchen, das ist eben entsprechend auch nochmal Titan. Und was hier drunter kommt, diese ganze Röhre da, inklusive diesem Knubbel, wo das Verstellrädchen angebracht ist, keine Ahnung, was das für ein Material ist, aber Titan ist es sicherlich nicht. Das ist aber, glaube ich, auch überhaupt nicht schlimm. Es könnte vielleicht sogar Magnesium sein, weil es ist auch irgendein... Es ist schon ein Metall. Ein Metall ist es definitiv. Ah, jetzt ist wieder mal irgendwas passiert. Okay, wieder weg. Schaut eigentlich ganz hübsch aus. Einziger Nachteil, den ich finden konnte, der mir qualitativ aufgefallen wäre, ist, dass diese Dingerchen hier, ich finde, die hätte man bei der Herstellung ein bisschen besser anschrauben können. Das ist doch sehr, 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 sehr wackelig. Wenn man sie dann ausklappt, dann wackeln sie nicht mehr, zugegeben. Und das ist eigentlich das Wesentliche, worauf es ankommt. Aber also ein bisschen schon noch, weil sie klappen sich dann doch teilweise sehr leicht eben entsprechend wieder ein. Aber allzu viel wackeln ist dann auch nicht mehr. Wenn man an den einzelnen Dingern versucht zu wackeln, also so seitlich, dann haben sie auch kein Spiel. Das ist also ganz okay, aber ich hätte mir jetzt vielleicht noch ein klein bisschen mehr Mühe in der Verarbeitung potenziell wünschen wollen. Natürlich nicht dafür, was diese Dinger hier kosten. Diese Kocher, da ist die Preis-Leistung-Skala, also wirklich ganz, 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 ganz oben dabei, definitiv. Er hust überhaupt nicht. Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 5-6 Liter Wasser mit dem Ding gekocht. Null Ruhe.
Ausbildung. Überhaupt gar nicht. Das ist natürlich wirklich tippitoppi, weil mein Problem ist so ein bisschen, das kann ich euch leider nicht zeigen, das müsstet ihr wirklich in der Hand haben und das sehen, da drin ist so eine kleine Düse in so einem Messingblock. Also ich vermute, dass es Messing ist, sieht zumindest von der Farbe her so aus. Und diese Düse ist wirklich, wirklich klein. Und wenn da das Gas, das da rausströmt, muss ja durch eine kleine Düse, damit es halt eben entsprechend konzentriert wird und dann hier oben nochmal ein bisschen breiter aufgefächert. Das ist schon wichtig und alles gut, muss so funktionieren. Aber wenn diese Düse durch Rußbildung mal verstopfen sollte, dann hast du keine Möglichkeit, das hier so auseinanderzunehmen, dass du die Düse irgendwie wieder sauber bekommen könntest. Auf gut Deutsch kannst du den Kocher dann wegschmeißen. Das ist an sich jetzt nicht dramatisch, weil, wie gesagt, das Ding kostet nicht viel. Blöd ist ja nur, wenn du irgendwo auf Tour bist und bist auf deinen Kocher eben entsprechend wirklich auf Gedeih und Verderb angewiesen. Dann ist das halt arg doof, wenn er dann den Geist aufgibt. Und das hatte ich schon mal das Bedenken. Und da hat ein findiger Zuschauer darauf hingewiesen, das Teil wiegt 25 Gramm, nimm doch einfach einen zweiten mit. Das ist natürlich tatsächlich die Lösung des Rätsels, warum nicht einfach noch einen zweiten mitschleppen und dann hat man keine Sorgen, dann hat man noch einen Reservekocher, der wiegt dann halt, dann haben wir halt 50 Gramm Kocher dabei, schlimm, also so ultraleit, finde ich, sollte man es dann auch nicht sehen, da würde ich es ihm wirklich einfach empfehlen, noch einen Reserve-Backup-Kocher vielleicht mitzunehmen, wenn man dann darauf angewiesen ist, dass es unglaublich schlimm wäre, wenn das wenn der Kocher kaputt geht, dass man dann überhaupt nicht weiter kann und alles an die Kacke am Dampfen ist und so weiter. Ne? Wenn man sagt, okay, dann mache ich halt ein Feuer, wenn mir der Kocher kaputt geht, dann ist das alles kein Problem. Aber ne? Wenn man halt wo ist, wo man kein Feuer machen kann oder nicht darf, dann ist das natürlich eine andere Kategorie. Also ganz tolles Köcherchen. Ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bisher getestet habe. Die besten Daten, die ich jetzt hingekriegt habe in Verwendung mit dem Ding, bei optimalem Topf bereits draufstellen. Na, hab heute zwei linke Hände. Gas quasi andrehen und dann schon mit dem Streichholz drüber hängen. Das funktioniert zum Beispiel ganz gut, dass man es auf den Boden stellt. Hebt das Streichholz drüber und dreht mit der anderen Hand langsam das Gas auf und hat den Topf schon draufstehen. Da hat man die optimale Ausnutzung, weil sobald das Gas brennt, dient es auch schon zum Heißmachen von Wasser. Also wer das so optimal betreiben möchte. Und wenn man dann noch einen optimal zum Topfkreuz passenden Topf nimmt, dann hat man, also so gut ich das jetzt hinbekommen habe, in Verwendung mit all meinen Töpfen, unter anderem auch einen sehr effizienten Topf, den machen wir noch im anderen Video gleich, da kommt man dann schon wirklich einen sehr geringen Gasverbrauch. Der ist sogar so gering, der Gasverbrauch, dass er sich mit den Herstellerangaben vom, na wie heißt er denn? Solustofen, nein, das ist ein, wie heißt denn jetzt wieder dieses Ding? Ich schreibe es euch unten hin, mir fällt es jetzt ums Verrecken nicht ein. Aber das ist jedenfalls dieses System, wo du Kocher, Topf und alles in einem, inklusive Windschutz, als tolles Jetboil, jetzt, genau so heißt das. Also der hat laut Herstellerangaben, macht der zwar super schnell, aber auch mit 4 Gramm Gas, einen halben Liter heißes Wasser. Nach Herstellerangaben. Ich denke, das ist schon relativ realistisch. Ich habe das Ding auch mal im Einsatz gehabt, beziehungsweise eine Freundin von mir hat es mal auf einer Tour dabei gehabt. Und das kam ungefähr hin. Ne? Also wir haben längst nicht im Ansatz die Gaskartusche aufgebraucht zu zweit. Wir haben aber auch nicht so viel heißes Wasser gemacht. Wir waren auch hier und da mal essen und haben so ein bisschen Genusstour gemacht. Aber ich denke, das kommt schon ganz gut hin, diese Herstellerangaben, so vom Gefühl. Und 4 Gramm pro halben Liter, wenn man das jetzt umrechnet auf 8 Gramm pro Liter, wenn diese Umrechnung so ganz funktioniert, das ist nochmal eine andere Frage. Es gibt allerdings keinen Jetboil, der in den Liter reinpasst, deswegen kann man auch gar keinen Liter mit dem Ding heiß machen. Es gibt einen Litertopf, aber da passen nur 800 Milliliter Nutzmasse an Wasser wirklich rein, weil sonst kocht das über bis zum geht nicht mehr. Heißt, die Literleistung von dem Ding, wo man wirklich auch einen Liter heiß machen kann, und die Literleistung von einem Jetboil lässt sich nur so bedingt vergleichen, aber ein Jetboil würde nach Herstellerangaben 8 Gramm brauchen. Hier habe ich 9 Gramm gebraucht. Dieses System, selbst mit einem entsprechenden Topf, der ein bisschen schwerer ist, der halt eben eine gute Leistung ermöglicht, kommen wir nachher auch zu dem Ding, ist dieses System hier
immer noch bei weitem leichter. Und das eine Gramm jetzt noch, das eine Gramm, das sind 12,5% Brennstoffersparnis von diesem tollen Jetboil-System im Vergleich zu diesem Ding hier. Und das lohnt sich jetzt mal nach hinten und vorne nicht. Weil wenn wir uns angucken, was so ein Jetboil-Ding kostet, so sagen wir mal um die 100 Euro, kriegt man auch mal für 80, vielleicht auch mal für 70. Und wenn man sich anguckt, was dieses Ding hier kostet, ich will es euch gar nicht, also so schätzungsweise 15 Euro oder irgendwie sowas, dann ist das hier definitiv der lohnende Kocher. Weil selbst wenn der mal kaputt gehen sollte, dann kauft man sich noch einen zweiten eben auf Reserve, dann ist man bei 30 Euro und dann hat man auch, ist man immer noch, wenn man, auch wenn man beide mitschleppt, ist man immer noch viel leichter als mit dem Jetboil-System. Ja, also ich kann, da ich jetzt das hier kenne, diesem Jetboil-System jetzt keinen, abgesehen davon, dass es super einfach ist und super praktisch in der Anwendung, kann ich dem keinen größeren Vorteil mehr abgewinnen, irgendwie. Aber korrigiert mich, wenn ihr so ein Ding habt und mir sagen könnt, warum das doch noch trotzdem besser ist als das System hier mit einem entsprechenden Topf, der zugegebenerweise nicht so leicht ist. Aber immer noch insgesamt ist das Gesamtsystem immer noch leichter als so ein Jetboil-Gedönse. Mit dem Neoprenschutz außenrum und so weiter, das wiegt ja alles was. Ja, heißt, absolut toll, dieses Teil, bin ich wirklich sehr begeistert. Vielen, vielen herzlichen Dank, weil ich hätte es mir absolut nicht gekauft. Ich hätte gar nicht gewusst, dass das gibt, beziehungsweise, dass man das eventuell trotzdem wirklich was taugen könnte. Ich habe da immer ein bisschen skeptisch gegen so billige Dinge. Es gibt natürlich schon hin und wieder mal Sachen, die wirklich super billig und trotzdem super toll sind. Das gibt es schon. Vielleicht ist das sowas. Dafür muss man jetzt noch einen Langzeittest machen. Aber spätestens, wenn man zwei mitnimmt, dann ist es sicher sowas. Also, meine Meinung. Ne? Nur meine Meinung. Bisher habe ich da nichts Negatives dran finden können. Kommt vielleicht noch. Vielen herzlichen Dank. Und netterweise war da auch noch ein bisschen die Gaskartusche. War auch dabei. Ne? Und noch diverses Zubehör, was man auch noch gut brauchen kann in Verbindung mit so einem Köcherchen. Ich muss es gerade noch rauskuscheln. Ich habe es teilweise auch schon verwendet. Zwei so schöne heiße Schokoladen. Die sehen wirklich toll aus. Ich glaube, ich mache mir nachher mal eine. Wollte ich schon die ganze Zeit machen, aber ich habe es dann wieder vergessen. Dann zwei so lustige Wärmepads. Kann ich auch super brauchen. Kommen das nächste Mal mal mit, einfach mit in den Schlafsack. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Wie viel bringt denn so ein Zehenwärmer im Schlafsack jetzt an Zusatzwärme, wenn man ohnehin am Limit vom Schlafsack unterwegs ist? Da haben wir ja zurzeit gute Testbedingungen, jetzt winterbedingt. Dann war noch ein bisschen Tee dabei, ja sowas. Und ja, sowas. Also vielen lieben Dank. Reichlich Material, wie gesagt, ein bisschen was habe ich schon gesoffen. Und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Päckchen, das mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Insbesondere bei meinem Gaskocher, Benzinkocher, Vergleichsgedönse und weiteren Messungen. Ich habe im Vergleichsvideo, sage ich, der hier würde 13 Gramm brauchen. Das stimmt auch, wenn man ihn suboptimal anzündet, wenn man ihn hinterher nicht richtig ausbekommt und eben noch nicht einen perfekt passenden optimalst Topf verwendet. Ne? Dann ist vielleicht 13 Gramm ganz realistisch. Ich denke, so 11 Gramm ist auch noch ein Wert, auf den man sich vielleicht so ein bisschen einigen kann bei nicht ganz optimalen Bedingungen. Das ist alles schon bei kalt. Ich weiß nicht, wie Jetboil ihre 4 Gramm ermittelt haben, beziehungsweise ihre 8 Gramm dann pro Liter. Sicherlich nicht bei Grenztemperaturen, wo so eine Gaskartusche gerade noch so leistungsfähig ist, sondern bei etwas wärmeren Temperaturen. Und dann wäre wahrscheinlich nochmal ein Gramm einzusparen an Gasverbrauch. Und dann wären wir genau bei dem Wert von Jetboil. Also, das ist nur meine Vermutung. Wie gesagt, ihr dürft gerne widersprechen, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Danke nochmal. Tschüss.